Okay, dann fangen wir mal an. Ehrlich gesagt würde ich gerne was anderes probieren. Weil... Was, das wird sowieso nicht funktionieren. Ja, sag ich doch. Habe ich das überhaupt letztes Mal schon ausprobiert? Das ist jetzt irgendwie schon 2 Wochen oder so her, dass ich, das ist jetzt schon 2 Wochen oder so her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich hatte letzte Nacht einen Traum von dem Spiel. Und deswegen habe ich gedacht, heute fange ich wieder an zu spielen. In dem Traum habe ich irgendwie die Konsole nochmal angemacht. Und dann waren auf einmal 2 von den Creepypasta-Leuten ja, weg. Und ja, ich weiß nicht, warum ich das geträumt habe. Aber tja, es stimmt jedenfalls nicht leider. Einer hat in den Kommentaren geschrieben, dass das mit dem, dass sie sich zum Licht hingezogen fühlen oder sowas, dass das vielleicht ein Hinweis sein könnte. Obwohl ich mich nicht mehr daran erinnern kann, dass ich das gelesen habe. Irgendwie... Aha, ich sollte nicht so lange Pausen machen zwischen den Spielen. Jedenfalls, ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Und diese Musik geht mir auf die Nerven. Ich habe keinen Plan, was ich machen soll. Boah, die Pause von dem Lied hat mir jetzt Angst gemacht. Ich dachte, was passiert jetzt? Und Ben kann ja auch nicht reden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, das war eine doofe Idee. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Und dieses Lied geht mir so auf die Nerven. Ich glaube, das bringt nichts. Mann! Was soll ich denn machen? Ich gehe jetzt mal zu jedem hin, weil ich weiß sonst nicht, was ich machen soll. Hey, 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 was tut ihr? Warum seid ihr so laut an Schreien? Ben, Ben, Ben. Das war alles? Ich muss einfach nur zur Sally gehen? Ernsthaft? Warte. Eine Sekunde. Das war nur ein Traum? Albtraum? Nein. Es ist echt. Ich hab die Tales-Doll-Puppe aus dem... aus dem Bildschirm. Mann, aus dem Bildschirm kommen sehen. Und wir haben Slenderman und Jeff und Rake gesehen. Du bist ein großartiger Lügner, Ben. Es ist nichts passiert. Es ist nichts.
I started to scream all of a sudden. I thought that was fertig. Sally sagt, dass er einfach nur Sonic angemacht hat und auf einmal angefangen hat zu schreien. Und sie dachte, dass er krank wäre oder sich krank fühlen würde. Oh Gott, sie glaubt uns nicht. Wir sollten besser rausgehen. Ich brauche frische Luft. Boah, Gott sei Dank ist das vorbei. Boah, ich hab voll Herzrasen. Mami, wo bist du? Meine Mama ist weg. Hä? Nachts, es regnet. Was jetzt? Wir sind draußen. Sollen wir zu Ben gehen? Okay. Was? Die Tails-Puppe ist echt. Das ist. Das geht gar nicht. Es ist nur ein Videospielcharakter, wie Sonic und Mario. Die existieren nicht. Ich bin nicht sicher darüber now, jetzt. Mann! Okay, ruhig bleiben. Ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Okay. Wenn die Tails-Puppe echt ist. Boah, mein Herz. Okay. Puh. Wenn er echt ist, dann kann es auch sein, dass andere creepy, gruselige Charaktere wie Eggman oder Bowser echt sind. Oder so. Wenn Eggman oder Bowser hier auftauchen, dann werde ich laut lachen. Aber wenn Tails echt ist, dann müssen wir seine verfluchte Seele retten. Wenn du Creepypastas wie ich lesen würdest, dann wüsstest du, dass Dinge wie er keine Seele haben. Ich denke, wir sollten es töten. Wenn du diese... ich habe irgendwo ein Klopfen. Wenn du diese arme, schuldlose Puppe tötest, dann werde ich dich langsam töten und werde dein Blut trinken. Was zur Hölle redest du? Willst du einen Dämon retten? Und mich, deinen Freund, töten? Halt einfach deinen Mund. Ich werde nichts Böses dir. Ich werde dir nichts Böses tun. Lass uns das die arme Puppe retten. Okay. Okay, dann lass uns tun, was du willst. Hey Shadow. Mephi arbeitet heute nicht. Lass uns zu den Bergen gehen. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Schon wieder? Ist das die? Hatten wir die Slender-Card nicht schon? Keine Ahnung. Ja. Hallo? Danke. Ich glaube, das ist Sonic da oben. Sonic.
Ja, komm. Jumpscare, ich erwarte dich. Lost Silver. Boah, ich habe mich jetzt vor Sally erschreckt. Ich dachte, da steht jemand. Also jemand außer Sally. Oh, ich will nicht. Hallo? Nein, du wirst gleich schreien, das weiß ich. Hallo, Leute. Was tut ihr hier? Es ist gefährlich hier. Hahaha, ich kann es nicht glauben. Sonic, ich bin ein großer Fan von dir. Ich habe alle Spiele von dir gespielt, bla bla bla. Sonic sollte nicht echt sein, das muss ein Traum sein. Guckt ihn an, er läuft wie ein Mensch und bla bla bla, halt sowas. Boah, mein Herz. Gott, ich hab Angst, ich will nicht. Komm schon, Sally. Du glaubst an Geister und gruselige Sachen. Und ich glaube an meinen Helden, der hier mit uns ist. Er ist wirklich cool. Ich dachte, dein Held wäre Link. Hahaha. das ist nett, Leute. Ich habe in vielen Spielen mitgespielt. Serious, that's cool. Ich bin der echte. Bla bla bla. Ist das nicht cool? Ja, ich habe immer daran geglaubt, dass alle meine Helden echt sein würden. Boah, ich muss unbedingt den Spider-Man treffen. Das kann nicht echt sein. Du bist dumm. Wir haben nie sowas in den Nachrichten oder im Internet gesehen. Das ist wahrscheinlich nur ein Hologramm von Sonic. Du bist schlau, Mädchen. Ich meine, ich bin echt. Aber ich kann nur in dieser Stadt echt sein, wie die anderen. Die anderen? Wie diese creepy, wie diese gruselige Tails-Puppe, welche mich erschreckt hat? Also hast du die Tails-Puppe getroffen. Das ist traurig, aber Tails war früher mein bester Freund in den alten Zeiten. Und dann, eines Tages, wurde er getötet. Und du bist derjenige, der ihn umgebracht hat, richtig? Ben hat mir schon ein Spiel gezeigt, wo du Tails getötet hast. Du hast ihn getötet. Warum hast du das getan? Because I am God. Weil ich Gott bin. Haha. Das ist cool. Das Spiel ist echt cool. Oh mein Gott, die Sonic.exe. Lass uns rennen, rennen, rennen. Du kannst nicht rennen. Weil wir kommen. Bin ich jetzt allein? Wir kommen zur Dead Hill Zone. Lass uns verstecken und finden spielen. Renn.
Ja. Wer es nicht kennt, es gibt ein Spiel von Sonic.exe. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich kenne es aber. Vielleicht werde ich es auch noch spielen und ein Let's Play davon machen. Aber erstmal mache ich das hier zu Ende. Ich habe ja jetzt so lange nicht gespeichert. Na gut. Ich sollte den Part jetzt sowieso hier enden. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part und auf Wiedersehen.